Erwin Angerer von der Freiheitlichen Partei. Geschätzte Österreicherinnen und Österreicher, ja, ich möchte zum KMU-Bericht ein Zitat bringen, nämlich von Ihnen, Frau Minister Schramböck. Der Bericht zeichnet ein aktuelles Bild der heimischen KMU-Sektors und liefert damit eine profunde Datengrundlage. Denn um die Wettbewerbsfähigkeit, den Wohlstand und die hohe Lebensqualität Österreichs zu sichern, bedarf es einer Politik, die KMU in den Fokus zu stellen. Ich muss sagen, wie Sie mit den KMUs umgehen, und lieber Peter Haumner, zwischen Reden und Handeln ist heute ein großer Unterschied. Ihr redet von Hilfe, ihr gebt ihnen nur keine, ist genau das Gegenteil. Sie zerstören nämlich die Wettbewerbsfähigkeit, sie zerstören den Wohlstand und sie zerstören die Lebensqualität in Österreich gerade mit ihrem Handeln. Und Sie sagen, die Unternehmer sind auf eine große Probe gestellt. Das ist keine Probe, das ist Ihr Handeln, wie Sie die Unternehmer behandeln. Und der Kollege Matzneter hat es richtigerweise gesagt, Sie haben den Unternehmern den Boden unter den Füßen weggezogen. Sie haben das Epidemiegesetz außer Kraft gesetzt und sie von einem Rechtsanspruch zu Bittstellern gemacht. Ihr habt Milliarden in die Wirtschaftskammer verschoben, um dort Geld verteilen zu können. Und sie zu Bittstellern degradiert, die Unternehmer. Sie haben ein Bürokratiemonster geschaffen, das jeden damit beschäftigt, Anträge zu stellen, bevor er überhaupt einmal zu einem Geld kommt und ein Geld bekommen wird in Zukunft. Sie speisen Ihre Unternehmer, Ihre KMUs ab mit Almosen. Ein Vergleich. Die Auer verlangt 800 Millionen bei 7.000 Mitarbeitern. Wäre das pro Mitarbeiter 114.000 Euro. Wenn ein Unternehmer, ein Kleinunternehmer, 6 Mitarbeiter hat, kriegt er maximal 6.000 Euro. Das heißt, ein Unternehmer, ein Mitarbeiter bei einem Kleinunternehmer ist 1.000 Euro wert. Bei der Auer wären es dann 114.000 Euro pro Mitarbeiter, also 114 Mal so viel. Und wenn Sie den Wohlstand ansprechen in Ihrem Zitat letztes Jahr, wie wird denn dieser Wohlstand noch erhalten zu sein, wenn heute führende Wirtschaftsexperten, und da möchte ich noch ein Zitat bringen, von Dr. Neuner in seinem Blog 09 schreibt, nach Einschätzung namhafter Wirtschaftsexperten führt ein Shutdown von 3 Monaten zu einem Rückgang des BIP bis zu 20%. Was einen Zusammenbruch des marktwirtschaftlichen Gesamtsystems gleichzustellen ist. Massenarbeitslosigkeit, Staats- und Unternehmenspleiten sowie Erodierung des Bankensystems wären dann die unausweichliche Folge. Das sagen Wirtschaftsexperten und Sie wollen den Wohlstand erhalten. Und wenn Sie sagen Lebensqualität, und das ist heute auch schon mehrfach angesprochen, wenn Sie Leute zu Hause einsperren, wenn Sie nicht mehr nach Hause ausgehen dürfen, wenn Sie verängstigt werden durch Ihre laufenden Pressekonferenzen, durch Ihre Selbstdarstellungen, dann nehmen Sie Ihnen die Lebensqualität. Ich erwarte mir nur mehr eine Pressekonferenz, bei der Sie alle rausgehen und sich dafür zu entschuldigen, was Sie derzeit der Wirtschaft in diesem Land antun. Beenden Sie endlich diese Bittstelleraktionen über die Wirtschaftskammer. Setzen Sie endlich Maßnahmen in die Richtung, dass wir die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Und deshalb bringe ich noch einmal 2 Anträge ein zur Belebung der Konjunktur. Weil jetzt ist es eh schon passiert, das, was Sie alles getan haben, die Maßnahmen, die Sie gesetzt haben, die leider nicht wirken. Aber jetzt könnte man noch dagegen steuern und entsprechende Konjunkturpakete schaffen. Und deshalb nochmals der Antrag für ein Kommunal- und Investitions- und Regionalwirtschaftspaket, ein Entschließungsantrag des Abgeordneten Erwin Angerer. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, jene Schritte zu setzen bzw. Maßnahmen einzuleiten, die die Umsetzung eines Kommunal-Investitions- und Regionalwirtschaftspakets in Höhe von zumindest 1 Milliarde aus Bundesmitteln im Sinne der Schaffung konjunkturbelebender Maßnahmen zur Unterstützung heimischer Unternehmen, KMU, nach der Corona-Krise sicherzustellen. Mit diesem Paket sollen insbesondere folgende Kernpunkte umgesetzt werden: Zuweisung der Mittel nicht nach einem fixen Schlüssel bzw. Gemeindegröße oder Finanzkraft oder Ähnlichem, sondern anhand einer tatsächlichen Projektbewertung unter Berücksichtigung von Konjunktureffekten und Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, in Klammer Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, und Deckelung mit jeweils des Zuschusses mit maximal 50% der förderbaren Kosten und maximal 1 Million Euro pro Projekt. Damit hätten wir einen Hebel von 2 Milliarden Euro, und dieses Geld würde direkt bei den KMUs ankommen, weil die Gemeinden die größten Auftraggeber für die KMU sind. Und das Zweite, noch einmal ein Appell an die Wirtschaftskammer und an den Herrn Kopf.
Lösen Sie endlich Ihre Rücklagen auf und geben Sie das Geld den Unternehmern zurück. Und deshalb bringe ich auch hier noch einmal den Antrag von Magister Dr. Axel Kasek ein, betreffend Auflösung der Rücklagen der Wirtschaftskammer. Entschließungsantrag, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die regelt, dass die Wirtschaftskammer Österreich Rücklagen auflösen und mit diesen Mitteln die heimischen Unternehmen zur Bewältigung der Covid-19-Krise unmittelbar unterstützen. Ich bedanke mich für Ihre Zustimmung im Sinne der KMUs Österreichs. Die Regierung zerstöre die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft, sagt Erwin Angerer von der FPÖ. Die Handhabung der Hilfszahlungen durch die Wirtschaftskammer komme einem Bürokratiemonster gleich.